Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar hier bei JFT Brokers. Heute am 25. Juli, 19 Uhr, gewohnte Zeit, gewohnter Sprecher, Stefan Friedrichowski, mein Name. Und gerne wie immer könnt ihr direkt mich auch mit Stefan anreden. Das wisst ihr und soll auch ruhig so sein. Ja, heute mal an einem ungewohnten Sendeplatz. Sendeplatz insofern, nein, also der Sendeort ist anders als sonst. Sonst bin ich ja in der Nähe von Dresden. Aber das ist dann heute mal anders. Denn ich bin in Ludwigsburg, also gewissermaßen im Headquarter von JFD. Und weil ich da gerade bin, daher aber auch mal kurz die Frage an euch, ob Bild und Ton soweit passen, weil einfach ungewohnter Sendeplatz, auch ungewohnte Monitorumgebung. Ich habe keinen Kontrollmonitor für heute. Sonst ist immer mein Laptop noch im Einsatz als Kontrollmonitor. Jetzt ist der Laptop allerdings der Sender. Okay, kriegst schon gemeldet, alles super. Das freut mich natürlich. Also natürlich auch im Namen von JFD, herzlich willkommen hier, die auch die ganzen Webinare immer mit ermöglichen. Es ist super heiß, sicherlich bei euch genauso. Das brauche ich keinem erzählen. Aber worum geht es heute? Naja, Pullback-Trading-Strategien. Oder, um es gleich schon mal für einen Zuhörer zu sagen, weil er danach gefragt hat, hey, machen wir mal irgendwann eigentlich auch so Grid-ähnliche Strategien? Yep, genau. Das machen wir nämlich heute quasi gleich auch noch mit. Weil irgendwo hat diese Pullback-Strategie, die wir heute hier entwickeln, auch etwas mit Grid Strategien zu tun, aber wir werden nachher sehen, da gibt es Einschränkungen und natürlich auch ein paar Hürden, die man umgehen muss, um es dann auch wirklich sauber, wirklich zu definieren. Wie immer kommen heute natürlich wieder Excel-Sheets vor, zahlreich wie immer. Und ihr wisst schon, meine E-Mail-Adresse steht ja schon bereit. Also wer die haben möchte, ich schicke sie natürlich gerne zu. Und dafür allerdings eine kurze E-Mail, damit ich weiß, an wen ich das schicken kann. Nachricht im Chat, die reicht nicht aus hier, aber ansonsten natürlich gerne den Chat auch für weitere Fragen benutzen. Gut. Wenn wir mal, bevor wir jetzt, ihr wisst, bevor wir jetzt nur richtig loslegen, was nun es mit Pullback-Trading-Strategien auf sich hat, wie immer, wir reden wieder über eine definitive, also eine klar formulierte Trading-Strategie. Daher natürlich der Risk-Disclaimer hier wieder einmal gezeigt. Wer diese Strategien selber tradet, tut dies natürlich auf eigene Verantwortung und im eigenen Namen. Ihr wisst, ich sage es immer einmal, es soll halt so sein. Ich hoffe übrigens, dass ich immer hier auf dem richtigen Monitor bin, weil ich heute ausnahmsweise mal mit zwei Monitoren hier arbeite, was ich sonst eigentlich nie tue. Aber bei einem Laptop ist das schon angenehmer, noch einen zweiten Monitor mal anzuschließen, um einfach ein bisschen was Größeres hier vor sich zu haben. Vielleicht allgemeine Bemerkung dazu. Ich brauche für meinen Trading-Stil logischerweise nicht irgendwie sechs Monitore, weil was interessieren mich die 1000 Charts und irgendwelche Newsfeeds und sonst was, brauche ich nicht. Also von daher liegt natürlich auch mit einem Trading-Stil. Pullback-Trading-Strategien. Dazu will ich wie immer auch was Allgemeines sagen, wie die denn eigentlich so aufgebaut sind und was da irgendwo hintersteckt und hinter diesem komischen, eigentlich ja eher englischen Wort Pullback, den ich, weiß ich auch nicht, Rücksetzer, passt auch nicht ganz so hundertprozentig, den ich hier bewusst im Englischen stehen gelassen habe, um ihn gar nicht erst zu übersetzen. Also von daher, den findet man auch in anderen Beiträgen gerne, was alles immer so als Pullback bezeichnet wird. Und das müssen wir uns natürlich auch mal genauer angucken. Dann müssen wir das natürlich so adaptieren, dass wir es dann auch wirklich ordentlich benutzen können. Und wie immer gilt, wir wollen die Strategie auch simulieren. Das heißt, ich möchte es natürlich auch wieder ermöglichen, dass wir solche Arten von Strategien auch in einer Art Backtest, sprich Excel-Sheet, dann auch genauer untersuchen. Ich habe natürlich, wie auch meistens, da natürlich mehr noch zugemacht, gehe auch auf kleinere Timeframes in meinen Ansätzen. Wir werden uns heute hier auf D1 beschränken, weil dann einfach die Excel-Sheets ein bisschen überschaubarer sind. Aber das Excel-Sheet ist prinzipiell sozusagen ready for Takeoff, also vor H1, also kleinere Zeitebenen wie H1 beispielsweise, überhaupt kein Problem. Man müsste nur eine einzige Spalte noch zusätzlich einsetzen für die Uhrzeit, auch wenn sie dann nachher völlig belanglos ist, weil wir die Uhrzeit selbst nicht hier verwenden.
Aber von daher kann man das gerne auch auf kleineren Zeiteinsätzen einsetzen, was ich selber übrigens auch tue. Aber hier bleiben wir mal heute auf D1. Das will ich wieder genauer erklären und auch zeigen und auch wieder auch die Optimierung. Und das zieht sich jetzt so ein bisschen durch die ganzen letzten Webinare und jetzt kommt schon wieder die gleiche Überschrift und jetzt das Ganze als Portfolio. Weil, wie so häufig, gilt natürlich, wenn man einmal einen Strategieansatz hat, ist es wie immer ein leichtes, einfach mal zu sagen, okay, dann gehen wir mal die verschiedenen Märkte einfach durch und testen das hier rauf und runter, um dadurch wiederum auch eine Diversifikation zu erreichen. In dem Fall ist es dann keine Diversifikation im Trading-Ansatz, aber halt natürlich die Diversifikation in den Underlyings, also in den Symbolen, die wir dann traden wollen. Und allein das bringt natürlich schon unwahrscheinlich viel für eine Gesamtequity-Kurve, weil ja, logisch, mal funktioniert die Strategie gerade gut in Euro, japanischem Yen und dann vielleicht plötzlich im australischen Dollar, Neuseeland-Dollar. Und das darf sich auch gerne so abwechseln, solange nicht das eine das Gesamte von den anderen dann ruiniert. Und solange wir dann den Fall noch haben, ist alles bestens und lass uns da immer gerne auch einen bestehenden Ansatz auf verschiedenen Underlyings ausprobieren. Man kann natürlich wie immer nicht erwarten, dass dann alle Parameter gleich bleiben. Dazu haben einfach die Underlyings verschiedene Grundstrukturen und von daher kann man nie erwarten, dass meinetwegen sowas wie ein EMA, Stop-Loss-Settings oder dergleichen automatisch immer bei allen Symbolen gleich sind. Das wäre ja zu schön, wenn man dann wirklich die eierlegende Wollmilchsau an Parametern hätte, mit der man einfach alle Märkte mal eben simultan bedienen kann. Das würde dann schon wieder schwer in Richtung Heiliger Gral gehen. Und da sagt sozusagen der mathematische Umkehrschluss, irgendwie das kann nicht funktionieren. Weil dann hätte ihn schon jemand anders vor mir gefunden. Und den Anspruch habe ich nun definitiv nicht. Okay, wenn wir uns das mal genauer angucken, Pullback-Strategien im Allgemeinen. Will ich einfach mal grundsätzlich sagen, gibt es eigentlich so zwei Lager oder zwei Ansätze, die man da verfolgen kann oder wie man auch auf Pullback-Strategien kommt. Zum einen wissen wir, also die meisten von euch können wahrscheinlich sehr viel auch über technische Analyse oder Charttechnik, Markttechnik berichten. Ich selbst berichte da ja immer eher weniger drüber, aber da gibt es zum Beispiel ja so schöne Aufwärtstrends, die im Zickzack laufen mit höheren Hochs und höheren Tiefs, um eine saubere Aufwärtsbewegung zu charakterisieren. Und das Ganze kann man dann auch wiederum beschreiben als Progression und Regression. Das heißt, immer der Anstieg in dieser Aufwärtsbewegung ist dann die sogenannte Progression. Und die Regression ist dann erstmal wieder dieser zwischenzeitliche Abwärtstrend, diese Stufe nach unten, die aber dann nicht ganz so tief geht. Ja, und auch das kann man tatsächlich als Pullback bezeichnen, weil, naja, wir haben so eine schöne Aufwärtsbewegung, aber ab und zu gehen wir halt immer kurz mal nach unten. Und das ist dann so ein Pullback. Man kann es auch einfach noch viel banaler sagen und lässt wieder die ganzen Wörter Progression und Regression weg und sagt einfach, naja, irgend so ein Rücklauf. Also irgendwie, ja, wir gehen einfach mal hoch und ab und zu setzen wir mal wieder nach unten. Vielleicht auch einfach nur mit einer größeren Kerze. Und auch das ist natürlich einfach ein Pullback. Also es geht so ein bisschen, wenn man es auch vergleicht mit anderen Webinarinhalten, die wir schon längst hatten, ja, Rücksetzer oder auch große Kerzen, aber dann große Kerzen, die vielleicht mal in Gegenrichtung zum übergeordneten Trend sind. All das sind dann so Ansätze, woraus die Pullback-Strategie im Allgemeinen einfach leben kann. Ich will das auch kurz mal eben an einem Chart ganz sozusagen allgemein gewissermaßen sagen. Also ich nehme jetzt einfach hier irgendein ein Underlying, nehmen wir mal US-Dollar, japanischer Yen. Nee, das war jetzt so definitiv was anderes. Das war Euro-türkische Lira. Die will ich jetzt nicht besprechen. Okay, jetzt haben wir hier zwar gerade Trades auf, aber dann ist dem halt so. Und gucken uns das einfach mal kurz in einem Chart an. Da ich nachher auch auf den D1-Chart gehen will, nehmen wir uns den einfach mal so, wie er ist. Jetzt könnte man natürlich hier, ich fange mal einfach hier in diesem Bereich an, sagen, okay, hier haben wir so eine Aufwärtsbewegung, haben dann zwischendurch auch immer so Korrekturen drin. Und im Allgemeinen würde man genau diese Korrekturen dann
als Rücksetzer bezeichnen. Und wir sehen dann schon gleich, wenn man jetzt hier wieder mit der normalen Markttechnik oder technischen Analyse rangeht, habe ich natürlich hier gleich so ein Beispiel. Wir alle würden natürlich sagen, hier ist irgendwie so ein Aufwärtstrend. Aber der wäre dann zumindest mal zwischenzeitlich gebrochen worden, weil hier haben wir wieder ein tieferes Tief. Und naja, das sind dann so die Details, die natürlich hier sofort dann nicht mehr ganz so in das Lehrbuchartige gehen. Aber wir haben Rücksetzer in diesem Aufwärtstrend. Und das wäre natürlich schön, wenn wir irgendwie da unsere Trades einsteigen können. Wäre mal so ein Ansatz. Dann würde man also eher so vorgehen, dass wir sagen, okay, wir haben hier irgendwo ein Hoch. Das wäre jetzt da, wo man jetzt gerade aktuell mein Mauscursor ist. Und dann würde man sagen, okay, wir legen Buy Limits Order irgendwie rein. Vielleicht eine hier, basierend von da und vielleicht noch eine tiefer hier und warten darauf, dass diese Buy Limits Order abgeholt werden. Wäre zumindest mal ein Ansatz. Natürlich könnten wir das Ganze auch ein bisschen anders angehen und sagen, naja, das mit dem letzten Hoch ist immer so eine Sache. Außerdem müssen wir dann wieder länger warten, bis überhaupt der nächste hochkommt. Wir könnten natürlich auch irgendwie sagen, okay, wir sind hier irgendwie in so einer allgemeinen Aufwärtsbewegung und wir starten doch eher mit dem Open einfach einer Tageskerze und legen dann Order rein. Das machen wir gleich auch nochmal genauer. Da gibt es ein genaueres Bild auch zu, wie wir das gestalten wollen. Das heißt, meine Idee ist hier eher zu sagen, okay, wir gehen jetzt nicht erst nach ein paar Tagen irgendwann in die Trades, sondern immer schon am gleichen Tag. Also wir gucken A, wie der übergeordnete Trend ist und B, platzieren wir alles auf Basis des Open dieser Kerze. Oder wenn man dann halt, deswegen hatte ich gerade schon Open dieser Kerze gesagt, weil ich das viel allgemeiner halten möchte, das könnte dann auch nachher der Open einer H1-Kerze sein. Und so würden wir in den Markt gewissermaßen reinkommen. Ich habe jetzt hier gerade auch immer davon geredet, Buy Limit Order setzen, weil, naja, irgendwie geht es ja übergeordnet aufwärts und daran will ich dann partizipieren. Ich will an dieser übergeordneten Trendbewegung gewissermaßen partizipieren. Und das ist dann die Absicht, die hinter all diesen Pullback-Strategien steht. Wenn wir jetzt, weil ich vorhin schon das Wort Grid-Trading-Strategie auch mitgenommen habe, kommt natürlich gleich sozusagen der nächste Punkt, den man hier mitnehmen kann. Und in meinem Beispiel am Chart hatte ich es gerade auch schon am ersten Beispiel schon so ein bisschen verdeutlicht. Nämlich, wir brauchen natürlich nicht nur eine Buy-Limit-Order reinsetzen, sondern wir können gleich auch mehrere Buy-Limit-Orders in den Markt reinsetzen. Und die zum Beispiel, das fällt jetzt mal einfach vom Himmel, liegt aber an dem Wort Grid-Strategien, indem man sagt, okay, diese Buy-Limits-Orders legen wir äquidistant. Also sprich immer in gleichen Abständen. Machen Sie mal eben ad hoc ohne Chart, am Beispiel eines DAXes, der meinetwegen bei 12.000 Punkten steht. Und dann würden wir eine Buy-Limit-Order bei 11.900 und eine bei 11.800 und eine bei 11.700. Das heißt, wir würden jetzt so ein Grid im Abstand von 100 Punkten in den Markt legen und überall eine Buy-Limit-Order platzieren, wenn wir denn zum Beispiel in einem Aufwärtstrend sind. Und das wird dann automatisch zu einer Grid-Strategie. Und so wollen wir es auch gleich machen. Das heißt, wir werden tatsächlich unsere Buy-Limit oder auch Sell-Limit, wenn wir halt auf übergeordnet fallende Kurse setzen, werden wir einfach am Open einer Kerze orientieren und daraus abgeleitet dann dieses Grid, also diese Sequenz von Ordern einfach in den Markt legen. Dass wir zusätzlich noch einen Trendfilter mit benutzen, ist natürlich hier schon erwähnt, der einfach wieder hilft, da noch ein bisschen mehr Stabilität reinzugeben. Um das nochmal ein bisschen genauer zu betrachten, hier mal ein Chartbild für dieses Grid. Und ich hoffe, die Auflösungen und dergleichen geben Sie alle her. Jetzt sind wir übrigens im Euro-japanischen Yen. Und ich möchte einfach, dass ihr der Aufpunkt hier ist da, wo die vertikale eine blaue Linie ist. Das war jetzt mal die Candle of Interest hier sozusagen. Und die hat einen bestimmten Open. Und dieser Open ist diese blaue Linie. Und jetzt geht es eigentlich los.
Also zum Open dieser Kerze würden wir hier beispielsweise diese zwei bei Limit Order setzen. Also genau genommen können wir jetzt natürlich auch noch 10 Stück weiter nach unten setzen. Nur irgendwann wird es immer unwahrscheinlicher, dass wir diese weiteren Orders auch noch alle brauchen, weil wir haben ja nicht beliebig große Bewegungen innerhalb eines Tages. Und das heißt, zum Open dieser Kerze würden wir hier jetzt in meinem Beispiel im Abstand von einem Punkt, also mit Punkt meine ich jetzt übrigens wirklich in der normalen Mathematik, also bei 130 ist ungefähr der Open und bei 129, also eins darunter, liegt hier die erste By-Limit-Order und noch mal eine weitere 1 nach unten liegt die nächste By-Limit hier dann im Markt. In diesem Fall, ihr seht jetzt leider nicht die Lunte von dieser roten Kerze, die hier tatsächlich auch noch hinter ist, wären beide grünen Linien innerhalb des Tages durchquert worden. Also auch die zweite hier, auch wenn der Close dann schon wieder ein bisschen höher ist. Das heißt, beide Order wären gefüllt worden. Wie wir gleich nach mit Take Profit und Stop Loss umgehen, erkläre ich gleich noch. Was man allerdings auch schon erkennt, wenn wir jetzt mal virtuell einfach mal durch andere Kerzen durchgehen würden, also beispielsweise die nächste grüne Kerze, und wir würden dann wieder auf Basis des Open wieder im einen Punkt Abstand das Grid legen, wäre natürlich am nächsten Tag keine Order geöffnet worden, weil wir den einfach nicht erreicht hätten. Und so wollen wir jetzt diese Grid-Pullback-Strategie auch formulieren. Das heißt, wir setzen äquidistant unsere Limit-Orders. Ich habe jetzt hier mal einfach By-Limit-Orders reingelegt, um das Ganze zu verdeutlichen. Aber es könnten natürlich genauso gut Sell-Limit-Orders werden, wenn wir uns für die Short-Seite interessieren. Das Ganze gucken wir uns nämlich nachher auch wieder unabhängig erstmal voneinander an und hinterfragen für jedes Underlying unabhängig voneinander Short und Long. Das macht insbesondere deswegen auch Sinn mit Blick auf ganz, ganz andere Underlyings, also jetzt hier nicht Forex, sondern dann solche, die einfach einen grundlegenden Bias haben, wie zum Beispiel Indizes oder Aktien. Bringt mich noch auf den Punkt, wer jetzt ganz genau sozusagen mithört, wird sagen, hey, sowas Ähnliches hatten wir doch mal vor ein paar Wochen. In der Tat, als wir uns die Aktienstrategien angeguckt hatten und die war vom elementaren Grundprinzip durchaus sehr, sehr ähnlich. Okay, wir haben natürlich noch eins überhaupt nicht hier genauer uns angeguckt. Und was ist jetzt mit Stop-Loss und was ist mit Take-Profit? Müssen wir uns natürlich nochmal uns hier genauer angucken. Deswegen auch gleich mal der Sprung zur nächsten Folie. Apropos Folie, ihr werdet es sicherlich schon bemerkt haben, also Folien stehen übrigens schon zum Download bereit. Das heißt, ihr könnt gerne die Folien auch jetzt schon bereits haben und braucht nicht auf die E-Mail von mir warten. Im GoToWebinar Control Panel sind die schon zum Download natürlich bereit. Gut, aber wie geht's weiter? Also solche Grid-Strategien arbeiten zwar normalerweise alle mit einem Take-Profit, aber ganz, ganz viele, wenn ihr auch mal euch rumschaut, was so andere machen, haben schlicht und ergreifend keinen Stop-Loss. Das heißt, sie kaufen und kaufen und kaufen nach. Also das Wort kaufen nutze ich jetzt mal auch synonym auch auf der Short-Seite, auch wenn das dann vielleicht verbal nicht mehr so ganz korrekt ist. Aber es soll heißen, man macht Rebuys, Rebuys, Rebuys und steigt nochmal ein, stockt mal ein, nochmal ein und erhöht die Positionsgröße und so weiter und so fort. Das heißt, ein Take-Profit, das ist normal. Das haben nahezu praktisch alle Strategien auch so, haben völlig andere geartete Logik für den Exit aus dem Trade. Aber leider haben die meisten keinen Stop-Loss. Und wie immer wisst ihr, wenn es darum geht, Stop-Loss, ist es für mich inakzeptabel, ihn nicht zu haben. Das heißt, wir brauchen hier unbedingt einen Stop-Loss für unseren Art von Trading-Ansatz hier. Wenn man das übrigens, deswegen habe ich da gleich auch große Gänsefüßchen benutzt, wenn man diese Strategie ohne Stop-Loss betreibt, dann wird in der Trader-Szene das auch gerne als die sogenannten Big Balls-Strategien bezeichnet. Wahrscheinlich weiß jetzt nicht unbedingt jeder, wie man Big Balls übersetzt, aber zumindest alle männlichen Wesen sollten sich jetzt angesprochen fühlen und ahnen wahrscheinlich, auf was ich dann hier jetzt gerade abziehe. Die heißt tatsächlich so. So bezeichnet man das.
Worauf man halt hinaus will, ist, wenn man da keinen Stop-Loss hat, naja, dann muss man halt alles bis zum bitteren Ende aussetzen. Und daher kommt so ein bisschen dieser Name. Und verzeiht mir mal hier diese eher dann sehr umgangssprachliche Ausdrucksweise. Also, was machen wir natürlich? Wir haben Stop-Loss. Keine Frage. Und dieser Stop-Loss muss natürlich auch sein. Bevor ich weiter genau darauf eingehe, will ich noch eine Frage mit beantworten. Öffne ich die Trades jeden Tag oder definiere ich, wann ich einstiege? Also, ich definiere gewissermaßen jeden Tag neu, wo die Buy Limit Orders in dem Markt platziert werden. Am Ende des Tages werden nicht ausgeführte Buy Limit Orders schlicht und ergreifend gelöscht. Oder natürlich technisch gesehen noch viel einfacher. Man versieht sie gleich mit dem Verfallsdatum, also mit diesem Expire im MT4. Dann werden sie ohnehin automatisch gelöscht, wenn sie denn nicht ausgelöst werden. Und jeden Tag neu. Also beendet wird ein Trade, und ich werde nachher immer von Trade-Sequenzen reden, schlicht und ergreifend nur durch Erreichen von Take-Profit oder Stop-Loss. Und durch nichts anderes. Wir machen auch nicht am Ende des Tages automatisch alles zu. Wäre eine andere Variante, durchaus denkbar, aber machen wir hier nicht. Jetzt nochmal zum Thema Stop-Loss und Take-Profit. Natürlich ist man oder sind viele dazu geneigt zu sagen, okay, Stop-Loss und Take-Profit setze ich in Bips. So und so viel Bip-Abstand will ich den Stop-Loss setzen. Oder so und so viel Bips-Abstand will ich den Take-Profit setzen. Hat alles seine grundsätzliche Berechtigung. Das gleiche gilt auch für die andere Argumentation, zu sagen, ich mache das alles irgendwie in Prozenten, um auch noch mit meinem Risiko das Ganze noch zu steuern. Hier wählen wir mal noch einen anderen Ansatz, und jetzt keiner von denen, die gerade erwähnt waren, ist irgendwie per se schlecht oder gut. Wir machen es diesmal einfach auf Euro-Basis. Also wir nehmen einfach einen festen Euro-Betrag. Und ihr merkt, wenn ich jetzt sage, ich nehme einen festen Euro-Betrag für eine sich langsam, also eine entstehende Trade-Sequenz, heißt das natürlich auch sofort, mein Risiko ist limitiert für diese Trade-Sequenz. Wenn ich initial einen Stop-Loss habe, der nachher, sag mal, irgendeine Zahl 300 Euro ist, und ich mache noch mehrere Rebuys im Verlaufe dieses Trades, der Stop-Loss für die Gesamtposition beträgt dann 300 Euro. Was bedeutet das praktisch? Natürlich rutscht mir der Stop-Loss immer näher an meinen Trade ran. Das ist das eine. Wir werden sehen, warum und wann und in welchen Bedingungen das dann funktioniert. Aber wir haben weiterhin ein festes Risiko. Und erst wenn diese Trade-Sequenz, und als Trade-Sequenz bezeichne ich einfach das, wenn ich im Moment gerade nicht investiert bin und meine erste Buy-Limit-Order wird ausgeführt, ab dem Moment rede ich von einer Trade-Sequenz, weil ja noch möglicherweise weitere kommen. Und erst wenn jetzt diese gesamte Trade-Sequenz wieder entweder in Take-Profit oder Stop-Loss gelaufen ist, geht es wieder von vorne los. Und dann gilt wieder von vorne der feste Euro-Betrag. Also er gilt natürlich vorher auch die ganze Zeit, aber vorher wende ich den halt auf meine laufende Trade-Sequenz als Ganzes an. Warum ist das immer so wichtig? Ja, das Wort steht hier nochmal. Risikolimitierung. Nur wenn das Risiko limitiert ist, haben wir eigentlich eine saubere Trading-Strategie. Weiterhin gilt wie immer, vor einem sogenannten Over-Weekend-Gap schützt mich natürlich auch das nicht. Außer ich hätte die Trades natürlich vorher geschlossen. Aber das heißt, also im Normalfall habe ich natürlich im Forex-Markt immer gute Karten, weil auch ständig Kurse gestellt werden, aber am Wochenende werden keine Kurse gestellt. Also an dem Effekt komme ich jetzt erstmal nicht dran vorbei. Aber das hatten wir schon immer und das kriegen wir natürlich auch weiterhin nicht gelöst, außer wir würden halt unsere Trades einfach schließen. Ich mache schon mal einen Hinweis. Mit diesem Umgang fester Eurobetrag für Stop-Loss und Take-Profit, ja, mache ich so, ist richtig. Nur gleich in der Simulation im Excel haben wir eine kleine Einschränkung. Die ist jetzt nicht dramatisch. Und die macht uns auch nicht unsere Analyse kaputt. Im normalen Trading würde man es anders machen, aber das hat so ein bisschen, ich sag mal, so die Vorgehensweise nachher im Excel ist einfach sozusagen limitiert. Und dann wird es so aussehen, dass wir für die Trades, die während der einen Kerze eröffnet werden, die haben formal noch keinen Stop-Loss und auch keine
Take Profit. Das kann ich nicht ändern, weil ich ja wie immer nicht weiß, was wird denn nachher auch zuerst erreicht. Und deswegen lasse ich diese einfach sozusagen außen vor. Das ist wirklich hier eine kleine Einschränkung, die ist nicht groß dramatisch. Und falls der Kurs sozusagen mal doch komplett in die falsche Richtung wegrennt, spätestens am nächsten Tag würde mir auch diese Trade-Sequenz auch im Excel-Sheet nachher geschlossen werden. Also keine Sorge, wir machen uns sogar im Zweifelsfall eher noch ein bisschen schlechter. Aber ich will es nur erwähnen, weil wenn ich das weil das nachher mal schnell untergeht und im Excel-Sheet, dem sieht man das nicht unmittelbar dann an. Kommt schon mal die erste Frage, die wir auch gleich im Excel-Sheet beantworten. Wenn man zum Beispiel das Ganze auf einem US-Dollar, kanadischen Dollar macht, dann muss ich in der Tat jeden Tag alles sozusagen mein Stop-Loss neu in Euro umrechnen. Zu einem bestimmten Anteil machen wir das nachher auch im Excel-Sheet, auch da nicht absolut 100%, aber Antwort dazu an dich, Jens, ist ja, das muss gewissermaßen jeden Tag umgerechnet werden. Ehrlich gesagt, die Einflüsse sind verdammt klein. Das liegt immer daran, der eigentliche Wechselkurs, den man dann, um mal an dem Beispiel zu bleiben, US-Dollar-kanadischer Dollar, der hier gerade angesprochen wird, da müsste man ständig noch nachgucken, wo steht denn der Euro-kanadische Dollar? Das wäre das, was wir jetzt dann die ganze Zeit nochmal mit uns anschauen müssen. Ja, was passiert da? Das sind kleinste Bewegungen. Meinetwegen im Prozentbereich. Viel mehr passiert da ja sowieso nicht. Auch über ein paar Tage nicht. Das bedeutet, wenn ich nachher so einen Stop-Loss von 200 Euro habe, gut, dann wird er vielleicht mal auf 202 oder auch auf 198. Ehrlich gesagt, kann man auch mitleben. Ist also jetzt nicht sozusagen kriegsentscheidend. Einfach, weil auch auf Sicht von ein paar Tagen passiert gerade im Forex-Markt nicht irgendwie jetzt Weltbewegendes. Bevor wir jetzt gleich wirklich in die Excel-Sheets einsteigen, gucken wir uns das mal wieder eher unter der mathematischen Brille an. Da geht es mir immer darum zu sagen, hey, wir haben Parameter oder mathematische Brille, war schon das Stichwort. Dann haben wir halt Freiheitsgrade, mit der wir hier irgendwie diese Strategie beleuchten. Und unsere vier grundlegenden Freiheitsgrade, die wir in dieser Strategie haben, ist dann genau Stop-Loss in Euro, Take-Profit in Euro, also wann wollen wir diese Trade-Sequenz auf der Oberseite beenden, also bei wie viel Profit geben wir uns, nennen wir das mal, zufrieden. Also wir haben dann 2 Euro-Beträge, die in die Strategie mit eingehen. Und wir haben natürlich, weil ich es schon gesagt hatte, wir wollen auch den EMA so ein bisschen als Trendfilter noch benutzen, um zu fragen, ach, wir machen das einfach. Long Trades gehen wir nur übergeordnet ein, wenn wir auch wirklich, naja, übergeordnet long sind. Nur dann wollen wir das machen und da nehmen wir uns einfach als Maßschnur den EMA und that's it. Und dann brauchen wir natürlich noch dieses Grid. Also wir müssen sagen, okay, so und so viel Prozent. Vorhin habe ich es mal in Punkten gesagt, jetzt sage ich es mal in Prozent. Das ist übrigens auch wieder nicht wirklich, also mathematisch ist es natürlich nicht dasselbe, aber die Unterschiede sind so klein. Das liegt einfach daran, weil, naja, der Kurs ändert sich nun mal nicht irgendwie um 50% innerhalb eines Tages. Zum Glück tut er das nicht. Das sind dann schon unsere vier Freiheitsgrade. Stop-Loss in Euro, Take-Profit in Euro, EMA-Periode. Und wie soll dieses Grid aufgebaut sein? Also wie weit weg sind meine Rebuy-Levels? Wie schon bei, ich glaube, das war das letzte Mal, auch hier wieder dann Untervarianten. Wir gucken uns separat Long und Short an. Das ist aber jetzt für mich dann wieder kein Freiheitsgrad. Das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon so ein bisschen. Sondern das ist grundlegend. Ich lege es einfach fest. Das ist so ähnlich wie die Festlegung. Ich gucke jetzt mir den australischen Dollar, kanadischen Dollar an. Also ich lege es einfach fest und dann fange ich an, auf meine Parameter zu schielen. Naja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen nur handeln, zum Beispiel Long, wenn wir oberhalb vom EMA sind, was ich wieder intuitiv natürlich ebenfalls sozusagen bestätigen würde. Wir können es aber auch umdrehen. Wir können natürlich auch sagen, nö, genau dann wollen wir eben nicht einsteigen, wenn wir oberhalb vom EMA sind. Warum nicht? Das nennen wir dann wieder,
wie in einem der letzten Webinare, einfach Reversal. Das heißt, wir drehen sozusagen unsere Logik einfach um. Kurz nochmal, was meine ich nochmal mit dem EMA? So ganz grundsätzlich dazu einfach auf die Schnelle hier nochmal eben einen Chart. Und zwar Tendenz und legen hier mal einfach ein EMA rein. Wo ist er denn nochmal? Da, Moving Average. Und ich mache ihn bewusst mal ein bisschen größer, in der Hoffnung, naja, dass es hier eindeutige Bilder gibt. Die gibt es jetzt hier nicht unbedingt. Das hängt natürlich wie immer einfach gerade am Chart. Ich suche mir einfach mal eben eine andere Periode. Mein Gott, nee, US-Dollar, japanischer Yen, der ist ja sozusagen flach wie eine Flunder hier. Und das schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Na gut, dann ist es einfach nicht das richtige Beispiel. Dann nehmen wir uns einen anderen, nur damit das hier ein bisschen anschaulicher wird. Hier haben wir es doch schon, Euro-US-Dollar. Dann sind wir seit dem 1. Mai die ganze Zeit unterhalb vom EMA. Also hier habe ich jetzt meinen 200er EMA. Das heißt, ab dem 1. Mai hier hätten wir immer nur versucht, Short Trades zu machen. Wir wären immer nur mit unserem Grid, also mit unseren Sell Limits Orders, dann nur die hätten wir platziert, weil halt die ganze Zeit der Preis, und da würden wir einfach nur auf den Open einer Kerze gucken, weil halt der Preis die ganze Zeit unterhalb des EMAs ist. Und das ist dann unser EMA-Filter. Und nochmal kurz zu dem Reversal Flag. Würde einfach bedeuten, ja, wir sind jetzt unterhalb vom EMA. Also wenn, dann müssten wir uns jetzt eine Long-Strategie angucken, weil nur die würde jetzt gerade traden. Ich sage das so ganz nüchtern. Ich weiß immer, dass wir zu dem einen eine Intuition haben, oberhalb vom EMA Long. Ja, verstehe ich, sehe ich an sich genauso. Aber ich lasse mich da lieber immer mathematisch auch vielleicht mal überraschen, ob nämlich auch das andere möglich ist. In der Tat. So wirklich komplett und als Strategie läuft bei mir tatsächlich die nicht, also ohne Reversal. Bei dem anderen bin ich noch dran. Nur als kleine Anmerkung. Also das ist der EMA-Filter in seiner normalen Bedeutung. Unterhalb vom EMA kommt, wenn dann, die Short-Seite zum Tragen und oberhalb vom EMA kommt dann halt, wenn dann, die Long-Seite zum Tragen und nur die als Filter. Das heißt, wenn wir die Long-Seite untersuchen, würde hier seit dem 1. Mai kein einziger Trade mehr platziert werden. That's it. Einzige Ausnahme, wir haben bereits Trades laufen. Das machen wir als Ausnahme. Warum sage ich das? Und warum mache ich das? Dass ich als Ausnahme sage, außer es läuft bereits gerade eine Trade-Sequenz. Diese Strategie lebt davon, dass sie auch falsche Entscheidungen sozusagen noch recovered. Das liegt an diesen Rebuys, an diesem Verbilligen, was ja manchmal so das No-Go in Lehrbüchern ist, was auch prinzipiell stimmt, aber solange man Stop-Loss hat, stimmt es nicht mehr. Dann kann man auch sowas machen. Also wir wollen uns sozusagen diese Recover-Funktion, dass wir trotzdem auch weiterhin noch nachkaufen, beibehalten. Und deswegen die Einschränkung, wir machen die auch, wenn wir bezüglich des EMAs dann vielleicht doch falsch liegen. Gut, zurück zu den Folien. Das ist übrigens bei den zwei Monitoren immer ein Ticken komplizierter, wenn ich mal mit der Maus erst noch wieder auf meinen anderen Monitor muss. Gibt es bestimmt bessere Möglichkeiten, aber ich bin gar nicht dieser Multimonitor-Typ. Gut, also wir haben das soweit durch, wissen, was die Freiheitsgrade sind. Also können wir jetzt auch uns mal einfach ein Excel-Sheet angucken, wie das denn eigentlich so wieder aufgebaut ist. Ich vergrößere mal kurz, auch wenn natürlich schon alle auf diese irgendwie sehr komisch liegende Equity gucken. Und ich will sie auch noch nicht so ganz wegzoomen hier, weil sie ja irgendwie lustig aussieht. Übrigens, sobald mir jemand diese Art von Equity-Kurve zeigt, weiß ich unmittelbar, es handelt sich um eine entweder Grid- oder Martingale-Strategie. Das mal eben so als Nebenbemerkung. Das kann man den Dingern quasi ad hoc ansehen. Schlimm wird es, wenn sie auch noch Martingale ist, was wir hier natürlich nicht tun, weil wir immer mit konstanten Lot Sizes arbeiten, die übrigens auch schon mal als Vorbemerkung einfach 0,01 Lot ist und sonst mache ich hier einfach gar nichts. Die ist quasi fixiert auf 0,01 Lot.
Und warum kann ich hier immer sofort sagen, das ist sowas eher Martingales oder Grit-ähnliches? Naja, wir sehen hier längere Anstiege und dann kommen hier gnadenlose Abstürze. Keine Sorge, unsere Equity-Kurven werden gleich noch besser. Aber ich will natürlich hier auch ein bisschen zeigen, wie man da wiederum hinkommt. Kurz zum Aufbau. EMA berechnen aus den Kursen hatten wir schon ziemlich häufig. Natürlich müssen wir dann fragen, ist jetzt unsere Bedingung erfüllt? Also unsere Long- oder unsere Short-Bedingung, die man dann hier in den grünen Feldern einstellt. Also Short ist immer einfach eine minus 1, wie immer. Ist diese Bedingung erfüllt unter Berücksichtigung unseres Reversals, weil das ja immer alles umdreht. Also, ob hier eine 0 oder eine 1 steht, naja, ist einfach nur eine Frage, wie liegt der Open eines Tages relativ zum EMA Close des Vortages unter Berücksichtigung von, untersuche ich gerade eine Long- oder eine Short-Strategie und will ich hier sozusagen verkehrt rumhandeln oder nicht. All das wird hier einfach beantwortet. Dann berechnen wir uns diese Grid-Distanz. Also wie wollen wir diese Order eigentlich platzieren? In welchem Abstand? Und um halt meine Prozente auch mal wieder in absolute Zahlen umzurechnen, geht das natürlich dann ganz einfach. Als nächstes fragen wir in dem Excel-Sheet, wird unser Grid durchlaufen? Also werden unsere Orders durchlaufen? Sozusagen die erste Frage und aber gleich die zweite Frage, wenn ja, wie viele? Soll heißen, wenn wir ja unser Grid, erinnert euch an das Chartbeispiel, da wurden zwei Orders dann abgearbeitet. Das heißt, wir müssen gucken, wie viele werden denn überhaupt gefüllt, also wie viele werden ausgeführt. Und das müssen wir natürlich mitkriegen und auch dann entsprechend mitzählen. Kriege gerade noch Hinweise, wer Monitore auf zwei verschiedenen Ebenen hat, der hat dann noch mehr Probleme mit der Maus, noch immer sich richtig zu bewegen. Ja, kann ich leicht und schnell nachvollziehen. Okay, also wir wissen dann, wenn zum Beispiel hier in dieser Kerze gerade eine 1 steht, heißt das, von unserem Grid wurde eine aktiviert. Was dann natürlich bedeutet, dass die Order Size, also das, was wir da kaufen, wie viel wir kaufen, dann einfach 0,01 ist. Ich habe gesagt, wir legen hier stur immer 0,01 Lot Trades in den Markt. Also auf jedem Buy Limit ist die Lot Size hier einfach willkürlich 0,01 Lot und zwar konstant. Heißt natürlich im Umkehrschluss, wo jetzt der Stop-Loss liegt, liegt an zwei Dingen. Zum einen liegt er daran, wie viel Euro wollen wir dem ganzen Kind geben? Ich mache es nochmal vielleicht hier deutlicher, dass es tatsächlich eine Zahl in Euro ist. Danach richtet sich, wo der Stop-Loss liegt. Und anfangs ist er auch durchaus sehr weit weg, weil wir, also zumindest hier in meinem Beispiel. Und wir berechnen dann natürlich auch, wo der Take-Profit liegt. Wenn dann die Trades laufen, das heißt spätestens am nächsten Tag, kann dann auch hier in meinem Beispiel ein solcher Stop-Loss erreicht werden oder auch der Take-Profit. Und dann berechnet man natürlich, was denn dabei hinten rauskommt für den Trade. Um das hier immer richtig zu machen, müssen wir dann, ich habe das mal einfach Exchange Rate genannt, hier zusätzlich immer noch den Wechselkurs mit eintragen. Auch da, auch wenn das jetzt gleich schon ad hoc irgendwie alles so kompliziert klingt, hätte ich es natürlich, wenn ich den Euro-US-Dollar in Summe betrachte, einfach, weil ich kenne ihn ja die ganze Zeit. Also das ist ja genau das Underlying, was ich mir ja gerade angucke. Dann brauche ich nicht fiktiv eine feste Zahl hier reinschreiben. Bei anderen weiß ich es nicht. Und um jetzt nicht auch noch die Excel-Sheets mit zwei verschiedenen Währungssymbolen gleichzeitig hier zu bedienen, habe ich den einfach fixiert. Das sind zugegebenerweise eine Unschärfe. Oder eine nicht ganz hundertprozentige Exaktheit, ist aber erstmal zu verschmerzen. Jetzt wundert sich bestimmt schon der ein oder andere in der Zelle daneben, Commission 12 Euro. Hups. Stimmt doch gar nicht. Bei JFD zahlt man noch gar keine 12 Euro. Stimmt natürlich. Da ich allerdings weiter hinten nirgendwo einen Spread berücksichtige, habe ich einfach gesagt, ich mache die Commission größer. Auch wieder eine Vereinfachung, die hier zulässig ist. Also ich hätte eigentlich, fairerweise wäre ich hier auch mit 9 Euro durchaus hingekommen. Aber ich mache es mal einfach lieber auf der sicheren Seite. Ich mache das auch nochmal größer. Warum 9 Euro? Naja,
Typischerweise, also ist die Kommission ist 6 Euro bzw. 5,50 € ab 0,02 Lot. Also da hätte also die 6 Euro allemal gereicht und ein typischer Spread entspricht umgerechnet in Commission, also so eine 0,3 Bips beispielsweise, entsprechen in Commission genau 3 Euro. Also das sind ein paar Vereinfachungen. Also Parameter sind, glaube ich, klar, wo man hier an welchen Stellschrauben drehen kann und muss, um diese Strategie dann entsprechend zu optimieren. Ich will mal ein bisschen so die Einflussfaktoren zeigen. Machen wir auch aus der Strategie mit ihren jetzigen Parametern mal eine Big Ball Strategie. Und das geht ganz einfach. Ich sehe einfach den Stop-Loss. Ich mache jetzt mal gleich fiktiv eine wahnsinnige Zahl dahin. Dann wird mein Stop-Loss nie getriggert. Und ihr seht sofort, was mit der Equity-Kurve passiert. Die Equity-Kurve ist natürlich jetzt automatisch nur noch ein Ding, was prima nach oben geht. Und damit sind wir ebenfalls bei ja, das, was ich so sagte, Big Ball-Strategie. Also mit einem immens großen Stop-Loss. Also so groß muss der natürlich nicht sein. Ich nehme auch eine Null weg, damit die Rautenzeichen da verschwinden. Aber natürlich sind wir hier trotzdem noch irgendwie jenseits von Gut und Böse. Also ihr seht, wenn ich den Stop-Loss gnadenlos mache, dann kann ich natürlich immer was erreichen. Und alle meine Rebuys, die ich dann durchführe, führen nachher automatisch dazu, dass meine Trade-Sequenz immer irgendwie nachher ins Plus läuft. Grundsätzlich, auch wenn es keine Freiheitsgrade waren, kann ich natürlich hier umstellen, ob das eine Long- oder eine Short-Strategie war. Und will ich aber jetzt gar nicht, deswegen, ich will es nur mal zeigen, da hat man sofort umgestellt. Was ich übrigens auch machen kann, so habe ich das Excel-Sheet für euch auch mitentwickelt, man kann dieses ganze EMA-Gedöns auch einfach ausschalten. Und dann macht man einfach bei Reversal eine Null ein und damit ist es mit diese ganze EMA-Philosophie ausgeschaltet. Weil dann gibt es auch kein Reversal, logischerweise, sondern wir traden einfach jede Kerze. Kann man also auch machen. Und ihr seht immer, da passiert sofort was mit der Equity-Kurve. Also in meinem Fall ist sie jetzt gerade noch deutlich schlechter geworden, die, wie ihr wisst, schon wieder allein dadurch retten könnte, indem ich den Stop-Loss-Euro-Betrag gnadenlos groß mache. Wollen wir aber alles jetzt hier auch nicht genau weitermachen, sondern wir gehen wieder auf, dass wir auch ein EMA haben. Der EMA hat hier einen Einfluss, ist aber sozusagen noch nicht der Bringer sofort. Also ihr seht, wenn ich hier unterschiedliche Zahlen für diesen EMA-Filter verwende, kriege ich zwar unterschiedliche Equity-Kurven raus, aber so ganz glücklich werde ich dann doch nicht, wie man sieht. Was ich hier übrigens mache, ist, ich bestimme einfach die Steigung der Equity-Kurve, um nicht nur das Bild mir anzugucken, sondern einfach um zu sagen, naja, wird es besser oder schlechter. Das mache ich hier einfach anhand dieser Steigung mal eben fest. Also, das hier bringt es irgendwie noch nicht. Aber jetzt haben wir ja noch einen Parameter gar nicht benutzt, nämlich die Grid Distance. Also, wo wollen wir denn eigentlich jeweils unsere Buy Limit Orders dann in den Markt legen? Sehr eng. Das wäre sowas wie 0,5 oder noch enger. Das heißt, wir würden noch viel mehr Euro Order dann auch ausgeführt kriegen, wenn wir die dann so eng beieinander legen. Daran können wir natürlich zum Beispiel spielen. Wir können es aber natürlich ein bisschen weitermachen. Oh, warte mal. Ich gehe nochmal auf meine 0,5 zurück. Da sah das so aus. Bei 1% wird es dann schon deutlich angenehmer. Jetzt bin ich zumindest schon mal am Ende der Tage hier zwar positiv, meine Steigerung ist übrigens immer noch negativ, aber ich kann es natürlich auch nochmal zum Beispiel noch ein bisschen größer machen. Und jetzt habe ich schon nur noch 2 Stufen. Naja, dann können wir mal überlegen, zum einen können wir noch am Stop-Loss drehen und wir können natürlich auch mal daran drehen, was passiert eigentlich, wenn wir den Take-Profit doch ein bisschen weiter weglegen. Und um jetzt nicht hier ewig an Zahlen rumzudrehen, gehe ich jetzt hier mal auf diese Variante und dann sehen wir plötzlich, hey, hat in Summe funktioniert. Lasst euch nicht täuschen. Das ist das, was man auf Kontobasis eine Balance nennen würde, nämlich nur abgeschlossene Trades. Eine Equity haben wir jetzt hier nicht, also die Floating Losses sind jetzt hier nicht eingemalt. Ich will auch nur zeigen an diesem Beispiel, wie das Ganze aufgebaut ist und wie es denn dann schließlich und endlich funktionieren kann und soll. Ihr kriegt nämlich heute nicht so die ganz fertige Lösung. Ich komme auch gleich dazu, warum die nicht sozusagen aus eurer Sicht nicht ganz fertig ist und aus meiner Sicht natürlich wiederum total schon.
Ich habe hier nur die dynamischen Rechnungen gemacht, da wo ich auch Parameter immer wieder neu anpasse. Ich habe hier keine statische Rechnung gemacht. Deswegen gibt es keinen einen festen Parametersatz. Aber ich zeige euch, wie ihr dazu kommt. Und dazu einfach mal ein anderes Beispiel. Und dann will ich auch hier gleich mal ganz woanders hinwechseln. Euro-US-Dollar ist nämlich gar nicht unbedingt das beste Underlying für diese Art von Strategie. Auch hier gilt wieder, es sind eher diese anderen Nebenwerte, sowas wie australischer Dollar, kanadischer Dollar, australischer Dollar, Neuseeland-Dollar. Das sind die guten. Auch hier wieder. Und weil ich jetzt schon sehe, wir haben ja doch schon so spät, und ich ja noch ein bisschen erzählen will, gehe ich dann auch doch gleich hier mal auf ein quasi echtes Excel-Sheet. Warum bin ich, switche ich jetzt hier mal eben wieder zu dem normalen echten Excel? Einfach weil ich sagen will, wenn ich jetzt hier die Parameter, ich mache es auch ein bisschen größer, bestimmt habe, dann habe ich das in der Tat wieder dem Computer selber machen lassen. Soll heißen, ich habe einfach gesagt, okay, meine zu optimierende Größe ist hier die Steigung. Die will ich sehen. Die soll gut sein, weil je größer die ist, umso mehr Gewinne habe ich. Und nur darauf wollte ich jetzt hier an der Stelle mal schielen. Und alles, was man dann tun muss, ist, wie immer, ihr kennt das schon, haben wir auch mal ein bisschen ausführlicher schon besprochen. Man nimmt dann diesen sogenannten Solver, der allerdings jetzt sich auf dem anderen Monitor öffnet. So, jetzt habt ihr ihn auch. Und da sagt man, such mir einfach die Parameter so, dass eine bestimmte Größe entweder maximiert wird oder minimiert wird. Natürlich will ich bei der Steigung der Equity-Kurve auf maximieren und dann unter Variation von bestimmten Freiheitsgraden. Und das ist dann schon alles, was man hier tut. Und ja, und dann bekommt man irgendwann auch seine entsprechenden Lösungen. Das nur mal hier einmal kurz gezeigt. Ich stolper gerade noch, weil hier noch etwas fehlt, aber das ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Aber ihr seht, was dabei rauskommt. Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar, Short und eine schöne Equity-Kurve. Der Stop-Loss von etwas über 1000 Euro, durchaus noch vertretbar, will ich gar nicht zu sehr drüber meckern. Jetzt wird hier schon gesagt, Trefferquote 100%. Ja, wir wollen mal nicht die Floating Losses zwischendurch vergessen. Und damit nochmal gefragt, ob britisches Pfund Schweizer Franken funktioniert. Ich nehme an, ja. Wir gucken aber gleich mal noch in eine Tabelle rein, ob ich die auch entsprechend schon trade. Ich würde ad hoc vermuten, ja, aber das gucke ich mir dann gleich an. Aber ihr seht, wie einfach das geht. Einmal in den Solver aktivieren, loslaufen lassen und dann kann man sich hier selber diese Lösungen finden lassen und mal ad hoc geguckt, funktioniert es dann für Long genauso? In dem Fall auch die Long-Strategie sieht hier so überhaupt nicht schlecht aus. Kann sich ebenfalls sehen lassen. Vielleicht kriegt man auch andere, bessere hin und wir können dann gucken, was dann jeweils noch geht und nicht geht. Also alles machbar. Und nehmen wir mal kurz noch ein anderes Underlying, wie australischer Dollar, Neuseeland-Dollar. Und ihr seht, wir kriegen wirklich schöne Sachen hin. Nochmal eine etwas bessere Equity-Kurve. Aber nochmal das Wichtige, wir haben einen Stop-Loss. Ich betone das ja, ihr wisst, immer wieder. Und nur dann akzeptiere ich eine solche Strategie auch als praktikabel. Wie sieht das so mehr im Großen und Ganzen aus, wenn man jetzt wirklich alles auch für seine Underlyings einmal durchoptimiert, das natürlich auch gezeigt. Und dazu hier gehen wir mal zurück in die Folien zunächst. Und das hatten wir schon. Und dann bekommen wir in Summe durch den Handel vieler, vieler Equity-Kurven, also durch vieler, vieler Underlyings, eine solche Equity-Kurve. Und die einzelnen sehen dann auch irgendwann nicht mehr so gerade aus wie die, die ich jetzt mir gerade ausgesucht habe, einfach nur, weil sie natürlich besonders schön zu zeigen sind. Natürlich kriegen wir auch Drawdowns, wie man dieser Equity-Kurve ansieht. Natürlich kriegen wir auch dann
Trade-Sequenzen, die in den Stop-Loss laufen. Wir müssen den ja auch nicht unbedingt immer so weit weglegen. Hier bin ich jetzt hingegangen. Die, die länger dabei sind, wissen, ich habe immer wieder neu optimiert, in einem bestimmten Zeitfenster, in der Zukunft angewendet und so weiter. Und da kommt irgendwie was bei raus, was ich durchaus sehen lassen kann. Und das ist schon mal sehr gut. Fragen wir mal kurz, welche Underlyings das denn eigentlich alle sind, die hier getradet werden. Will ich das auch gerne zeigen und auch ihr könnt wie immer die Sheets entsprechend haben. Dann haben wir hier, das ist die Equity-Kurve und dann wollen wir auch gleich mal auf die Frage eingehen, ob britisches Pfund, Schweizer Franken dabei ist. Und Antwort, ja, ist dabei. Und zwar nur als Short-Sequenz. Ist sie mit dabei? Auch die wird in dem Gesamtportfolio getradet. Also in dem Gesamtportfolio sind 36 Einzelstrategien. Wie man hier sieht, einige Long-, einige Short-Strategien. Reversal habe ich hier noch niemals benutzt. Und wenn man dann zum Beispiel fragt, wie sind jetzt aktuell die Parameter? Also die, die ich jetzt gerade wirklich einsetze, die auch wirklich in meinem Konto dann eingesetzt werden, zumindest die aktuellen Parameter kann ich euch natürlich sagen. Die stehen dann auch hier für meine 36 Subvarianten. Und ja, warte. Das sind genau die, die ich nehme. Ein, der fällt aktuell raus, den trade ich nicht, australischer oder japanischer Yen. Der wird im Moment nicht getradet, auch wenn er sonst zum Gesamtportfolio dazugehört. Ihr seht unterschiedlichste EMA-Perioden, unterschiedliche Targets, unterschiedlichste Stop-Losse, der heißt jetzt hier in meiner Tabelle Panik-Stop-Loss, weil der mal so ursprünglich auch in meinem C-Programm heißt der immer Panik-Stop-Loss, weil ich hier zur Unterscheidung von anderen Stop-Lossen mehr davon reden will, hey, jetzt, nee, jetzt ist gut und deswegen nenne ich den hier Panik-Stop-Loss. Der kleine Hinweis mit den gelben Dingern, kommen wir gleich noch zu, Swap-Positiv. Aber ihr seht, es geht auch mit humanen Parametern. Also human meine ich, man braucht jetzt nicht diese 50.000 Euro Stop-Loss-Entfernung. Was man meistens sieht, das ist typisch für diese Art von Strategie, das gucken wir einfach mal nur auf Target und Stop-Loss, sind wir halt, wenn man das mal als Risk-Reward, also als Chance-Risiko-Verhältnis bezeichnet, sind wir natürlich definitiv kleiner 1. Das ist ganz typisch für diese Art von Grundstrategie, wenn es so in Richtung Grid-Trading geht. Unterschiedlichste EMA-Perioden passt. Und das sind die momentan aktuellen Parameter. Aber nun mal zu den gelben. Das will ich ruhig gleich wieder direkt auf meinen Folien weiter besprechen. Was gibt es jetzt für weitere Möglichkeiten? Was gibt es für Varianten? Wie wir das Ganze auch in der Tat sehr gut umsetzen können. Also eine Variante, die man natürlich hier zusätzlich mit gerne nutzt, ist traden nur solche Währungspaare, die einen positiven Swap aufweisen. Wenn wir doch schon in der komfortablen Situation sind, so viele Währungspaare zu haben, ja, dann kann ich auch einfach sagen, ich trade einfach nur die, wo, naja, auch wenn man einen Trade länger dauert, ich im Zweifelsfall an den Swaps verdiene. Das heißt, ich restriktiere mich, also ich beschränke mich auf einfach die positiven Swap-Werte. Also nur da, wo ich bei den Overnight-Trades Geld gewinne, nicht verliere. Kann man auch einfach machen, mache ich übrigens auch. Die anderen lasse ich einfach weg. Dadurch reduziert sich zwar die Anzahl der aktiven Trades immer so typischerweise auf ein Drittel aller Strategien, aber so what, sind immer noch genug. Also die eine Möglichkeit. Die andere Variante, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir das Ganze auch auf natürlich Indizes anwenden können. Und da kann man natürlich auch sagen, Indizes, hat man schon mehrmals auch in Webinaren, sind ja eigentlich irgendwie so schöne Long-Kandidaten. Also sollten wir eigentlich eher nur Long traden, weil die ja genau wie Aktien eigentlich prinzipiell gesehen auf lange Sicht immer nach oben gehen sollen. Prima. Und übrigens der EMA-Filter schmeißt uns ohnehin dann raus, wenn es dann ohnehin längere Zeit mal nach unten geht. Dann traden wir einfach gar nicht mehr. Hören wir auf zu traden. Alles okay, kann man super so machen. Und so mache ich es übrigens auch. Also Indizes mache ich genau mit dieser Strategie, ausschließlich Long und nehme da auch dann mehrere Indizes. Um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, was das eigentlich oder wie das so aussieht, gehen wir mal auf die Strategie. Warte mal, jetzt muss ich wieder überlegen, wo ist sie? Da.
auf Server Nummer 4 und da haben wir sie. Die hat im Moment nur auf zwei Indizes auch Trades offen, nämlich den Engländern und den Japanern. Ihr seht, dass ich hier in Summe, wir sind 6, 8, 10 verschiedene Indizes trade. Und machen wir da mal kurz das Spiel Kontohistorie und als ausführlichen Bericht. Und dann werden wir auch mal gleich die Equity-Kurve von dieser Strategie sehen. Dann speichern wir das und wenn mich recht entsinne, geht hier auch automatisch unser Statement gleich auf und dann können wir uns das mal angucken, wie denn eigentlich diese Strategie läuft, die nämlich in der Tat schon durchaus einige Zeit auf dem Kicker hat. Also wenn ich mich recht entsinne, irgendwann seit letztem Jahr, jetzt muss hier nur noch mal irgendwann das Bild kommen, wann war es? 16.11., genau, 16.11. seit November letzten Jahres. Und dann seht ihr hier eine solche Equity-Kurve und die ist übrigens jetzt eine echte Equity-Kurve und keine Balance-Kurve mehr. Und ihr seht, natürlich hat die dann auch solche Beulen nach unten. Aber ihr seht auch, zweimal war es bisher, ich nenne das mal ein bisschen kritisch, bisschen soll heißen, dass wir hier weiter nach unten gekommen sind. Hier auch, es lag übrigens am Hongkong-Dollar, der hier, ich glaube, vorgestern ist die Trade-Sequenz zu Ende gegangen und dann seitdem ist diese auch beendet. Aber das ist natürlich schon eine durchaus sehr gute Kapitalkurve, kann man nicht anders sagen. Das Ding ist jetzt innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr 10%, knapp 10% gestiegen und ja, ist halt eine meiner wirklich sehr, sehr schönen Strategien. Weil ich das gerade gesagt hatte, ihr seht auch hier eingezeichnet, dass wir hier eine längere Sequenz hatten auf dem Index für Hongkong. Und aber der ist halt auch mal wieder zu Ende gegangen und hat genau das getan, was er denn tun soll. Also sehr gute Strategie in Summe. Für euch ist natürlich jetzt immer noch auch ein bisschen Arbeit da, weil ich keine statischen Parameter habe, sondern meine sind dynamisch. Aber ihr könnt die auch gerne statisch berechnen und sucht euch die aus, die Underlyings aus, die ihr gerne traden wollt, wo ihr einfach auch sonst irgendwie euch mit wohlfühlt. Baut euch euer eigenes Portfolio und ihr seid komplett dabei. Das mit dieser dynamischen Optimierung, weiß ich, ist, wenn man rein das mit Excel macht, nicht mehr so einfach. Aber zumindest, wenn man die komplette Historie dann nimmt, ist man ebenfalls auf einer sehr guten und sicheren Seite. Ich wurde gerade nochmal hier kommentiert, dass die Charts so schön farbig waren. Natürlich waren die schön farbig, aber nur aus Sicht der Trades. Der Rest ist natürlich wie immer ignoriert. Also wir haben wieder eine super schöne Strategie, Pullback-Grid-Strategien. So würde ich es eigentlich auch komplett richtig bezeichnen, auch wenn ich den eigentlichen Titel ja hier heute auf Pullback-Strategien genannt hatte. Kann man sehr gut wieder was mit aufbauen. So ähnlich wie wir es schon mal hatten, man muss sie zähmen. So beschreibe ich das wirklich. Wir brauchen einen Stop-Loss. Ohne Stop-Loss sollte man sowas nicht traden. Und dann kriegen wir dennoch was Gutes hin, aber wir brauchen nicht, um wieder den Ausdruck zu benutzen, die Big Ball Strategie Ansatz zu benutzen, sondern wir kommen mit dem Stop-Loss ebenfalls gut zurecht und nur so ist das auch professionell gesehen richtig. Ja, und wir können auch weitere Varianten nutzen, nämlich wir filtern einfach nur gerade die Währungspaare raus, die einen positiven Swap haben, also da, wo man Geld verdient, wenn man die Overnight hält. Ja, oder wir nehmen diesen allgemeinen Bias für Indizes, so wie auch bei Aktien, und der ist nun mal long. Und dann, es zwingt uns keiner, short zu gehen in diesen Indizes. Also warum dann nicht diese Strategie auch da entsprechend anwenden? Sehr schöne Strategiegrundart. Kann man übrigens noch weitere Varianten draus machen, aber kommen wir natürlich wie immer auch in zukünftigen Webinaren dazu. Ich muss ja auch morgen noch was zu erzählen haben. Okay, also soweit eine neue Pullback. Lohnt sich mit einzusteigen. Ihr wisst, schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr die Excel-Sheets haben wollt. Ich schicke es euch gerne zu. Und hier steht auch nochmal,
die altbekannte Adresse S.Friedrichowski. Ich weiß, langer Name. Übrigens, ihr könnt mich auch auf LinkedIn finden, dann habt ihr vielleicht auch nochmal irgendwo. Also alles kein Problem. S.Friedrichowski@jfdbrokers.com und dann kriegt ihr natürlich gerne die Excel-Sheets. Soweit von mir aus dem heißen Ludwigsburg. Ich kann euch genau sagen, was jetzt gleich kommt. Jetzt gehe ich ein Bier trinken. Also, das steht zumindest auf meiner Agenda. Traden ist ohnehin heute beendet. Also, ich hoffe, in den nächsten 14 Tagen sehen wir uns wieder. Kalender wird jetzt demnächst gefüllt. Dann kommen wieder die nächsten zwei Webinare für August. Und hoffentlich dann wieder. Also euch allen noch einen schönen Abend. Macht's gut. Und wer will, schickt mir einfach noch eine E-Mail für die Excel-Sheets. Tschö.